Ja, sehr. Ich war gerade in Florenz eben, in Uffizien. Und ja, ich finde es halt einfach toll, dieses prächtige Nebeneinander von Wandarbeiten, Malereien und dann die Gemälde drauf, die Objekte und Skulpturen, die da stehen und dieses Aufeinanderprallen von so verschiedenen Zeiten. Ja, also, und ja, wenn man da so durchspaziert, dass man eben von den, also durch so die verschiedenen Jahrhunderte wandern kann, ja, dass es so an einem vorbeizieht. Und dann eben dann auch das Besuchen von so Lieblingsbildern von mir, wie zum Beispiel von Piero di Cosimo, das dort hängt, Perseus befreit Andromeda von Piero di Cosimo aus dem 16. Jahrhundert. Und wenn ich da um die Ecke gehe und dann dieses Bild sehe, das ist also wirklich ein Erlebnis. Also da kriege ich Gänsehaut und es ist was anderes, das im Original zu sehen. Und einfach, dass man das Bild dann genau ansehen kann, die Techniken, also wie ist das gemalt. Gell? Also dieses Ungeheuer zum Beispiel auf dem Bild, dieses Wasser, das wegspritzt, die Vorstellung von diesem Ungeheuer. Der Piero di Cosimo, der war ja auch ein Freak auf seine Art und Weise. Er hat auch Kostüme entwickelt und Musikinstrumente dann erfunden, die auch gar nicht zu spielen sind. Und eben dieses Bild hat auch eben so ein total filmisches Szenario. Da sind halt mehrere Szenen drauf zu sehen, wie er mit seinen Flügelschulen ankommt, auf dem Ungeheuer landet eben und dann die Andromeda eben befreit und dann Party. Andere Bilder sind dann eben interessant, weil ich habe da eins gesehen, also Madonna mit dem Kind auch so 1510 und war dann eigentlich einfach so angezogen, also man lernt einfach Dinge kennen, also von dieser Malweise, weil das Kind so die Brust von der Mutter so in den Mund nimmt und die hat so, also das Kind hat so einen lustigen Mund und also auch die Darstellung der Kinder, das hat mich diesmal besonders berührt, ja. Ist eben, also diese Madonnenmalereien sind so sehr weltlich eigentlich, ja, also dargestellt, die Kinder. Und dann liest man so nach die Provenienz der Bilder und das war bei diesem dann besonders interessant, also eigentlich war das so sehr anziehend und dann liest man, dass dieses Bild eben, also Hermann Göring in seiner Privatsammlung gehabt hat und das finde ich halt dann schon sehr erstaunlich. Auch er muss ja auch dieses, wahrscheinlich also diese Anziehung dieses Bildes erlebt haben, dann hat er das in seiner Sammlung, also es geraubt und dann wurde es dann von einem Minister, von einem italienischen, glaube ich 57 entdeckt in Deutschland und dann 89 war es dann zurück in den Uffizien. Also eben diese ganze Geschichte der Bilder, die sich dann auch da sehen lässt, auch eben in diesen ganzen öffentlichen Sammlungen. Die Raubkunst und auch was jetzt vielleicht auch noch in den Museen noch immer nicht restituiert worden ist. Das finde ich halt auch also wichtig und spannend. Also ja, es wird den Bildern eine gewisse Relevanz beigemessen. Eben. Das steigt natürlich dann auch, steigert das Selbstbewusstsein. Also und die Bilder steigen auch im Wert, klarerweise. Und vor allem werden sie auch gut aufbewahrt, die Bilder. Ja. Also wahrscheinlich werden sie mich dann so überleben, also ziemlich sicher. Das ist ein eigenartiges Gefühl, aber ja, es kümmert sich jemand um die Arbeiten. Und sie sind auch vor allem, also sie werden verglichen, das finde ich eigentlich das Interessanteste. Ja, dass sie eben diese Relevanz haben, dass sie im Vergleich stehen mit anderen Werken. Also wenn ich noch lebe, dann denke ich mir, dann freut es mich natürlich einfach sehr, ja, dass ich eben gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen gezeigt werde. Ja, wenn ich dann mal tot bin, dann wenn ich mal tot bin, da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Das habe ich ja eben vorher auch schon gesagt, eben, dass sich jemand um meine Bilder kümmern wird, dass sie einfach bestehen bleiben. Und
Da wollte ich jetzt eine kleine Werbeeinschaltung eben machen für die Homepage, die ich selbst mit zwei Kolleginnen, mit Claudia Zweifel und Caro Bittermann, aufgebaut habe. Das ist ein anwachsendes Archiv und die Homepage, die nennt sich eben The History of Painting Revisited.weebly.com. Und da geht es eben darum, um die Malerinnen der Kunstgeschichte. Und also es müssen einfach auch Frauen in die Museen und in die Sammlungen. Und das ist einfach das, was bleibt. Und ich meine, da könnte sich jede Sammlung, jede öffentliche mal überprüfen und sehen, was vorhanden ist, auch in den Archiven. Und das sind ja, wenn Fehlstellen sind, eben ist dann wahrscheinlich ein Bedarf, diese Lücken zu füllen. Ist eben auch ganz wichtig für Künstlerinnen, für Malerinnen, dass sie eben ihre Role Models haben. Und diese Homepage, die wir da eben aufbauen, da geht es eben darum. Also das wollte ich auch noch sagen, eben zu den privaten Sammlungen überhaupt gesammelt zu sein. Es ermöglicht mir halt ein Leben als Künstlerin, dass ich einfach mich meiner Malerei oder Kunst einfach die ganze Zeit widmen kann. Ich sammle viele Dinge, die mir so begegnen, um die dann zu verarbeiten für meine Objekte oder so. Und dann natürlich auch für Bilder und Fotos, auch also für meine Malereien, die ich dann meistens so kollagiere und dann eben weiterverarbeite. Und Stoffe sammle ich zum Beispiel sehr viele für meine Fahnen, die ich dann nähe. Und was sammle ich noch? Also ich hab eigentlich schon eine ganz schöne Sammlung an Kunstwerken auch, also aber eben im Tausch mit Kollegen und Kolleginnen. Also wirklich da ist es die Uhr von meinem Vater. Also die möchte ich auf. Da wäre ich schon sehr traurig. Einmal habe ich sie aus Versehen vom Balkon runtergeschmissen und das war schrecklich. Und ja, hier habe ich dieses Grammophon, dieses kleine Wandergrammophon. Und das habe ich auch sehr gern. Das ist eben von meiner Familie ein altes Grammophon. Das war in einem alten Haus. Und ja, ich kann es mal kurz anwerfen, oder? Soll ich? Gut. Und ordentlich aufkurbeln. Dann ein schönes Lied. Niemand fragt uns.